Mein lieber Schatz, es war ein heißer Sommertag im Freibad, als du plötzlich mit deinem Bruder vor mir standest und mir sofort klar war, dass ich dich eines Tages meine Frau nennen möchte. Du hast mir dein Herz und unsere wundervolle Tochter geschenkt und das macht mich zum glücklichsten Menschen dieser Welt. Mein lieber Schatz, und du bedeutest mir so unendlich viel. Du hast mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist. Du bist all das, wonach ich immer gesucht habe. Du akzeptierst jeden meiner Fehler und Gott weiß, da habe ich sehr viele von. Ich verspreche dir, immer an deiner Seite zu stehen und dich nie im Stich zu lassen. Ich verspreche dir, immer die Hand über unsere Familie zu haben und sie zu beschützen. Ich verspreche dir, dich bedingungslos zu lieben. Ich liebe unsere kleine Maus, ich liebe unsere Familie und vor allem liebe ich dich bis ans Ende meiner Tage. Für immer dein. Und nun stehen wir hier, wo wir heute stehen und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen als den besten Papa, den besten Freund und den besten Trainer, den der FC Rumel je gesehen hat, endlich meinen Mann nennen zu dürfen. Ich liebe dich. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und in bösen Zeiten. In Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten, ehren, alle Tage meines Lebens. Die ganze Woche war schönes Wetter, aber genau an dem Samstag, eine Stunde bevor das Flugzeug mit dem Banner kommen sollte, fing es an zu regnen. Wer Jackie kennt? Jackie bekam schlechte Laune, hat gefroren, wollte nach Hause. Die angebliche Fotografin kam ja auch nicht. Sie ging tatsächlich die Stufen wieder runter. Marius blieb nichts anderes übrig, als hinterher zu gehen, sich im Regen vor sie auf die Stufen zu knien und ihr den Antrag zu machen. Und wie wir ja heute sehen, Jackie hat ja gesagt. Marius und ich kennen uns schon seit mehr als 15 Jahren. Wir spielen zusammen Fußball, haben zeitweise zusammen gewohnt und verbrachten einige feuchtfröhliche Urlaube miteinander. In all den Jahren habe ich eins in dir zu schätzen gelernt, die Leidenschaft und dein Herzblut an dem, was du tust. Und mit Herz und Seele gehst du die Dinge an und nehmen und bringst sie auch zu Ende. Du weißt, dass Leben und Familie und Freunde zu schätzen ist zielstrebig und dabei vernachlässigt sie bei dem Menschen nicht, die dich erholt. Und auch wenn es mal nicht reibungslos läuft, nimmst du dich dem an, versuchst immer dein Bestes zu geben. Dafür schätzen wir dich sehr. Schnell waren uns aus Marius Erzählung klar, dass Louis Jacqueline sein absoluter Traumfrau ist. War es lieber auf den ersten Blick? Das war es mit Sicherheit.